Hallo Leute, hier ist mal wieder Lego Lukas und jetzt meine 3 Jahre Special. Ja, ich bin jetzt schon 3 Jahre auf YouTube und habe auch letztens die 400-Abonnent-Marke geknackt. Aber das ist jetzt hier eigentlich nur das 3 Jahre Special. 400-Abonnent-Special kommt nächste Woche, glaube ich, dienstags vielleicht oder vielleicht noch am Wochenende. Ich muss nur mal gucken, weil ich muss jetzt auch noch 2 Mock-Reviews machen. Einen WW2-Mock und einen Modern Combat-Mock. Ja, aber das kommt dann halt in den nächsten Tagen. Vielleicht sogar ein Samstag und ein Sonntag. Ich muss aber nochmal genau gucken, wie ich das am besten hinkriege. Und naja, war jetzt erstmal das 3 Jahre Special. 3 Jahre auf YouTube. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt 3 Jahre auf YouTube bin. Also, ich dachte, das ist mal nur so für ein Jahr mal eben. Kurz so was Kleines mal für nebenbei. In 2, 3 Videos produzieren und dann Kanal löschen, dachte ich vorher mal. Aber ist es nicht, weil ich habe ja schon so viele Zuschauer, so viele Views, so viele Likes in meinen Videos, auch viele Kommentare von euch, und das finde ich einfach schön, weil so sehe ich halt, dass sich die Mühe hinter meinen Videos, hinter meinen Mocs und hinter meinen Fahrzeugen sich auch lohnt, weil man sieht in meinen Fahrzeugen, zum Beispiel meinen Bottler Fongs oder hier in den 3 Fahrzeugen, die hier vorne stehen, ich stecke schon viel Mühe rein in die Fahrzeuge. Auch schon viel Zeit, weil zum Beispiel Bottler Fongs, ich habe den jetzt seit 2 Jahren und ich verbessere den total oft und sowas alles. Ja. Also, ich finde es schön, dass ihr halt mich so unterstützt und sowas alles. Und ja. Im Hintergrund sieht man halt schon, wie gesagt, 3 Fahrzeuge: Panther, BT-7 und Sherman. Zum Schirm kann ich kurz noch was sagen. Hat halt hier so ein Kill-Euro-Aufkleber und so 2 Ami-Flaggen. Beziehungsweise so 2 Ami-Sterne. Und dann hier auch nochmal so ein Krautkiller steht da unten und nochmal 2 Ami-Sterne. Einfach mal gemacht, weil naja, ich finde es einfach cool, wenn die Fahrzeuge halt so Details haben, also mit so Aufklebern und so Namen. Habe ich auch noch bei ein paar anderen Fahrzeugen gemacht, aber das kommt im Update, was ich auch noch mal nächste Woche hochladen werde, wird mal näher beschrieben, mal besser gezeigt bei den anderen Fahrzeugen und beim Sherman. Ja, aber als 3 Jahre Special habe ich mir jetzt ein FAQ überlegt, also Frequently Asked Questions, also häufig gestellte Fragen. Und naja, also es ist nicht der richtige FAQ, also es ist jetzt mehr so ein Question and Answer. Kann man eigentlich eher sagen, also ihr schreibt mir halt die Fragen darunter. Also in einer Woche oder in 2 Wochen mache ich dann halt ein Video, wo ich dann die gestellten Fragen beantworte. Ja, also ich hoffe, ihr schreibt dann viele Fragen. Also ihr könnt alles fragen, was ihr wollt. YouTube-mäßiges, Lego-mäßiges. Ja, dass ich auch lustige Fragen, also. Aber auch, wenn auch zum Teil auch ernst gemeint zu fragen, wie zum Beispiel, warum machst du Lego WW2? Was weiß ich, wie kriegst du deine Panzer so gut hin? Oder wie lange brauchst du für so einen Panzer? Oder wie lange brauchst du für einen Mock? Also, so Fragen könnt ihr stellen halt. Oder auch, ja, lustige Fragen. Also, dass ich, magst du Döner, magst du Bockwurst? Also, oder was ist dein Duschgel? Dass ich, also, sowas könnt ihr fragen. Ja, das jetzt nur mal so als Ideen. So, dann, das war das Video jetzt hier. Wie gesagt, demnächst noch 2 Mocs. Und dann auch in 1 bis 2 Wochen das Video mit der Auflösung. Aber dazu kommt dann nochmal ein extra Video. Das war's dann. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.